Ja, Norbert Hufnagel, ich arbeite bei der Bäumer Group und bin jetzt seit, ja, ich sage jetzt mal knapp 10 Jahren hier in der WIFO Stiftung. Ich bin, glaube ich, in diesem Kreis der einzige Fremdmanager, also kein Gesellschafter. Insofern war das für mich eine sehr interessante Erfahrung, auch mal die Perspektive des Familienunternehmens auch aus verschiedenen Blickrichtungen, auch aus der wissenschaftlichen Perspektive kennenzulernen. Ich muss sagen, ich habe hier sehr viel gelernt, auch mit welchen Problemen Familienunternehmen konfrontiert sind, habe da auch Verständnis gewonnen, was ich denke, was für meine Aufgabe, die ich eben als fremder Geschäftsführer eben habe, eben auch wichtig ist. Was ich, sagen wir mal, indirekt verfolgt habe, was ich extrem wertvoll fand, war der Ansatz des WIFUs, ja, ich sage jetzt mal der Familie Bäumer, einen neuen Gesellschaftsvertrag zu geben und die Professionalität, die ich da gesehen habe und mit welcher, ja, fachlicher Kompetenz dieser Prozess begleitet wurde, hat mich schon sehr beeindruckt. Im Endresultat ist es eben so, dass jetzt, ich sage jetzt mal, eine Firma Bäumer aufgrund dieser Verfassung eben auf stabilen Beinen steht. Ja, ich finde die Arbeit des WIFO extrem wertvoll, das Netzwerk extrem interessant. Es gibt Verbesserungspotenzial, aber das ist natürlich ein sehr persönliches, da ich, sagen wir mal, ja, vielleicht als Fremdgeschäftsführer glaube ich schon auch eine andere Perspektive nochmal einbringen könnte. Auch für Familienunternehmen, das mache ich natürlich im täglichen Dialog mit dem Christoph Bäumer, aber diese Perspektive, glaube ich, wäre auch wichtig zu beleuchten, weil ich jetzt auch über die ganzen Jahre festgestellt habe, dass viele Unternehmen auch mit Fremdgeschäftsführern gescheitert sind und ich denke mal, auch da könnte man einen Forschungsansatz ansetzen, damit das in Zukunft weniger passiert. Aber ich fühle mich hier sehr wohl und bin sehr dankbar, hier dabei sein zu dürfen.